Okay. Also er ist vom Blitz getroffen worden, seitdem kann er in die Zukunft sehen. Das nützt uns jetzt aber so gar nichts. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Ich weiß, wie man kombiniert. Ich weiß, wie man kombiniert. Man muss das Es gibt auswählen? nur eine Nein! Auswahl. Stinkdrink. Oh Mann. Ja, ist gut. Lass mal hier. Moment, 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 Moment. Ich weiß, wie man kombiniert. Man muss erstmal das wählen und dann hier Ich muss drauf. verrückt sein. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Edna? Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, ist durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Damit sie fliege. Was machen wir denn jetzt wieder? Ach so, warte, 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 warte. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Okay, man kann kombinieren. Ich war nur zu doof, da rauszufinden, wie das geht. Wir haben den Bernstein-Einschuss-Fluss-Dings hingekriegt. Wir können so einen Professor. Wir geben ihm jetzt also diese Ohrenwachs-Bernstein-Kombination. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Deino-DNS in Bernstein eingeschlossen, wie es sich Natürlich. gehört. Genau das, was ich für meine Deino-Suchprogramm benötige. Darf ich das Benötige. behalten? Was bekomme ich denn Natürlich. dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Wir haben das Immerhin muss Wäschelift-Ticket. ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein meinen. Kommen wir ins Geschäft? Ja, Abgemacht. sofort. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Moment, können wir jetzt den Kleiderbügel mit dem anderen tauschen? Aber nee, warte mal, das ist unser Ticket, ne? Aber hat er einen geileren Kleiderbügel? Komm, wir müssen es probieren. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Ach, wir haben jetzt wieder zwei getauscht. Ah. Vorher war es Kleiderbügel 3, jetzt ist es Kleiderbügel 2. Das heißt, wir können jetzt endlich. Wir können jetzt fahren. Wo waren das nochmal hier drin, ne? So, mein Herr, ich habe ein Ticket. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Hahaha! Abmarsch. What the fuck? Wer bist du? Das ist Herr Mandel. Aha, okay. Ein freundlicher Herr und Waschmittelwerbungsweiß. Da kommt der nächste Ausgang. Nee, warte. Ich will noch mal fahren. Und los geht's. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Oh, das wird jetzt eine lange Fahrt. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel.
Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Für ein Kleidungsstück nicht. Ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Ja, okay. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Entschuldigung, der war jetzt überraschend. Ich muss mich mal kurz aushusten. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Naja, Wolfsspinnen, wer kennt sie nicht? Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du, nicht wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Fährt er jetzt den ganzen Tag nur hin und her? Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Mhm. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, hab ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie hab ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Nee, ich will noch dein Zeug plündern. Moment mal. Oh, jetzt, was? Halt. Aus. Halt, stopp. Und wir sind wieder unterwegs. Da käme ich nicht einmal dann an, wenn das Sinn ergeben würde. Da kommt der nächste Ausgang. Okay. Ein freundlicher Herr. Nee, warte mal. Ach, das ist... Ah, okay, das ist alles nur der Mantel. Okay. Was? Ach so. Ja, moin. Die Wäscherei hat das gut verpackt? So weich. Mit Schmusi-Weich Ultra gewaschen? Ja, wer kennt es nicht, Schmusi-Weich Ultra? Mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Natürlich. Ach ja. Atomfrisch. Willkommen in Fallout. Ich trage doch schon Wäsche. Ja, aber deine Wäsche ist lückenhaft, mein Fräulein. Das ist zu fest eingepackt. Ist zu fest eingepackt? Wollen wir es mal... warte mal, hier vielleicht? Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Was? Edna, Ruhe bewahren. Was? Wenn ich doch nur... Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Ja, nein, total lustig. Es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Na gut. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Sprich zu mir, Herold des Wäschelifts. Es dürfen nur vorschriftsmäßig gefährdete Kleidungsstücke transportiert werden. Ich höre immer nur bla bla bla.
Das ist an die Wand geleimt. Na und? Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Na. Es verschweigt die... Die Wäscherei hat das gut verpackt? So weich. Das nein. Hatten wir das hatten wir schon. Ich trage doch schon... Okay. Das ist zu fest eingepackt. Zu fest eingepackt. Kann ich vielleicht hier was machen? Was? Das der... Okay, wenn ich doch... gut. Wir brauchen die Kettensäge. Eindeutig. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Hä? Und nu? Es wird viel zu viel Strom verbrauchen. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Ja, wie kommt das denn nur? 21.913 Kilowattstunden. Oje. 21.914 Kilowattstunden. 21.915 Kilowattstunden. 21.855! 21.916 Kilowattstunden. 12! 1.335! 12! 21.300... verflixt! Verzählt! Der ist in diesem Kasten. Es wird viel zu viel Strom. Als würde jemand... Wozu der wohl gut... Ja, wozu der wohl gut Licht. Ist? Licht! Ja, was bringt uns das? Haben wir da was gewonnen? Wenn wir da das Licht anmachen? Wir lassen es mal an. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, wo sind wir denn jetzt? Okay, die Hütte ist größer, als ich dachte. Da ist ein roter Knopf. Ich kann nicht anders. Ich muss da drauf... Ich muss da... Was? Ich muss... drücken. Roter... Was meinst du, Harvey? Knopf. Das will ich sehen. Ich mach drücken. Das. Ja. Mach doch. Ich mach das. Ja? Ich mach das echt. Drück. Mach doch. Ich mein's ernst. Ja, feige, drück. Feige. Roter Knopf. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Ach so, ein Scheiß. Nochmal. Was meinst du? Edna! Na gut. Und was jetzt? Es scheint kein... Wie wär's, wenn wir den Knopf intensiver drücken? Was hältst du davon? Das ist kein Haudin Lukas. Ach Mann! Lea. Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Was? Der würde mich nur behindern. Ach ey, wir haben so viel in deinen nicht vorhandenen Taschen. Ich habe nur wichtige Sachen. Natürlich. Jetzt bin ich der Captain. Mr. Harvok, Energie. Wer ist denn der Harvok? Ich verstehe das nicht. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ich muss danach mal googeln, wer das ist. Keine Zeit auszuruhen. Na gut. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Hallo, Baby. Benimm dich, Harf. Der ist nun wirklich zu gar nichts. Wir haben September. Heute ist Weltkleptomanietag. Ich liebe diesen Tag. Ja. Diese Sorte ist mir nur allzu gut bekannt. Hallo? Jemand zu Hause? Keine Reaktion. Wenn es doch nur so einfach... Dachte ich's mir doch. Warte, ist da... Nee, Klappe ist es nicht. Lichtschalter. Machen wir das Licht aus. Okay, wir machen das Licht an. Huch, wer bist du denn? Hallo Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ich bin sehr froh, dass eine Scheibe zwischen uns ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin der neue Therapeut. Warte, antworte nicht. Du bist Edna.
stimmt's? Nein. Hey, woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Das ist der Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Wie komme ich denn jetzt... Oh Mist, jetzt habe ich auf den Text gelesen, anstatt aufs Glas zu achten. Das ist jetzt recht voll geworden. Moment. Was weißt du noch so über mich? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Woher weiß er das alles? Das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Also das Geheimnis wird wahrscheinlich sein, dass wir wahrscheinlich seinen Sohn oder so getötet haben. Im allerschlimmsten Fall oder irgendwie auf jeden Fall schwer verletzt. Und das ist seine persönliche Rache gegen uns. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Naja, geht so. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Ey. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Also gut, wie ich an den Schlüssel komme, habe ich schon eine Idee. Der ist bei dem einen am Gürtel. Also wie ich da noch rankomme, weiß ich noch nicht so genau. Aber wir werden sehen. Die Kopie? Weiß ich noch nicht. Ach, wir werden sehen. Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Ja, danke. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Ah. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Weiche Unterlage? Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold Mehr nicht. Wäre ideal. Gold? Ich wüsste, wer Gold hat. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Nee, ich weiß schon. Dr. Marcel schließt seine Polo-Trophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Playboy-Droggelbecher. Oh Gott. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Ja. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen. Selbst wenn du an Droggelbecher vorbeikommst. Ah, sind wir schon vorbei. Droggelbecher haben wir schon in der Tasche. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Also müssen wir in den Keller. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Ich weiß jetzt, was zu tun ist? Ich glaube, ich weiß. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Ja, ich hätte noch mehr Fragen. Moment mal. Warum sitzt du in der Einzelzelle? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Aha. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Okay. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben. Okay, der Sohn ist tot. Schließt sich in seinem Geheimzimmer ein. Scheiße. Und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor.
Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Ja, es reicht. Also haben wir wirklich seinen Sohn versehentlich wahrscheinlich getötet und jetzt ist es eine Racheaktion. Aber was auch noch eine wertvolle Information ist, Dr. Marcel hat noch einen Geheimraum. Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Nee, stopp. Ja, okay. Also gut. Ich muss, weg. Grüß dich. Hätten sie noch mehr Türen. Ach, da sind wir hergekommen. Okay. Lecker. Wir sind hier sehr häufig an Toiletten. Oder auf Toiletten. Gibt's einen Lichtschalter? Ja. Machen wir Peaks. Der Gartenschlauch, der ist ja wohl sehr prägnant hier. Aber das sind keine Toiletten, das sind Duschräume. Aber keine Party, ja, das stimmt. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Ich will Feuerwehrmann werden, wie Grisou. Entschuldigung, aber sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Hä? Sie laufen jetzt weg? Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer... Okay, Harvey, was hast du dazu? Sieh nur, Harvey. Eine Schlange! Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Gut, warum habe ich auch damit rechnen können, dass was Anständiges bei ihm rauskommt? Ein Becken, wie es im Bade steht. Ach. Vorhin saß ich noch in einer Zelle und redete mit der Wand. Doch nach stundenlanger Kombinationsarbeit stehe ich endlich auf der Herrentoilette und rede mit einem Waschbecken. Mann, ich bin das Waschbecken! Meine erste Antwort. Wenn ich es mitnehme, wird es nicht. Können wir das irgendwie zum Überlaufen bringen? Haben wir irgendwas? Zum Reinstopfen? Möchte der Herr was bestellen? Ich hätte gern ein Leitungswasser. Das macht 3 €. Gott. Das vielleicht? Nein, dann wären sie ungenießbar. Okay. Vielleicht das hier? Das klappt so nicht. Gott. Was haben wir noch so? Spiegel, Spiegel, Spiegel. Tür, Schlauch. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Das stimmt wohl. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Ich arbeite dran. Ob es den auch mit einem anderen... Wie sehe ich all komisch? Sagt immer das Gleiche Man hier, ist ne? Immer nur so. Ja, ja. Okidoki, komme ich da irgendwie hin da? Nee, ne? Ich glaube, wir müssen das zum Überlaufen bringen. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber sieht ein bisschen danach aus. So, was ist denn da hinten? Da hinten kommen wir nicht rein. Und da? Zwillinge! Wer seid ihr denn? Bett. Ich will nicht ins Bett, ich würde gerne mit euch reden. Ja, moin, wer seid ihr denn? Hotti und Motti. Hotti und Motti. Was hältst du von den beiden, Harvey? Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Das stimmt. Also, sie sehen sich so unfassbar ähnlich. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche Eier. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Ja, auf jeden Fall. Aber das hast du sicher schon erkannt. Ja, auf Anhieb. Hoti und Moti?
Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Hey. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das kann ich nachvollziehen. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Also gib mir noch 2 bis 3 Jahre, dann kann ich euch auch endlich unterscheiden. Aber ihr seht echt extrem gleich aus. Ist schon krass. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für 2 Pullover ist es doch viel zu warm. Wow. Okay, mit der Antwort habe ich jetzt nicht gerechnet. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ja, der kleine verrückte Schlingel. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Mhm. Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Oh Gott, ja genau. Oh Gott, ich stelle mir das gerade vor. Wie schräg ist das denn? Wollt ihr einen Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. Das klappt so nicht. Das war den Cornflakes, sagt ihr, das klappt so nicht. Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein. Man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Okay. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Oh oh. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Okay. Wollt ihr die Cocktailkarte sehen? Nein, danke. Da steht ja sowieso nur Stinktrink drauf. Und also, dann ist der Weg zur nächsten Kloschüssel einfach kürzer. Also, bis zur Bar habt ihr euch aber zu zweit schon hochgeschleppt, ja? Gut, wie kriege ich jetzt den Pullover? Wollt ihr einen abgerissenen Telefonhörer? Kein Interesse. Wir haben auch so schon reichlich wenig Draht zur Außenwelt. Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ist es eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Ja, ja, einer oben und einer unten dran saugen. Eine USB-Schnittstelle und der digitalen Überdruckanzeige. Oder einfach an den 2 Mundstücken. Ich fürchte, es ist ein schnöder Ein-Mann-Strohhalm. Ist gar nicht dann wahr. Dann kannst du ihn behalten. Der eine kann unten, der andere oben. Hallo? Ihr könnt beide saugen. Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Jetzt, wie kommen wir jetzt an den Pullover daran? Wollt ihr mein leeres Cocktailglas haben? War da etwa Stinkdrink drin? Nein. An einer Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Darin
geht es ausschließlich um leere Stinktrinkgläser. Kann ich verstehen. Wie kommt ihr ohne den Wäscher? Kommen wir nicht. Wir haben uns nur heute Morgen vor dem Frühstück abgeseilt. Wir haben uns beim Zähneputzen hinterm Spülkasten versteckt. Dem neuen Wächter fehlt einfach der Überblick über die Patienten. Okay. So, jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass wir hier eh nichts machen können. Kann ich ihn nochmal beschneiden? Was ist los? Ihr seid befreit! Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Ich habe leider meine Zwillingskarre nicht dabei. Lieber nicht. Sie sind... Was ist los? Ihr seid jeder... Oh. Und... Oh. Sie gleichen sich, wie es sind. Was ist los? Jeder von euch... Oh. Ja, ja, dieser... ist ja gut. Hier noch was machen? Nee. Wie kriegen wir die da zwei runtergelockt? Okay, was haben wir denn hier noch? Ich hasse diese Dinger. Es ist an diesem Gitter befestigt. Mhm. Flur, Tür, Tür. Okay, es gibt nur diese zwei Türen. Achso, jetzt sind wir wieder im Badezimmer. Das ist natürlich doof. Warte mal, das ist das Badezimmer. Dann ist das der Aufzug? Ach nee, das ist der Raum. Wie komme ich denn nochmal zum Aufzug? Moment mal. Ach, da hinten. Tja, wie machen wir denn das jetzt? Oh, wie ordentlich von dir. Hat dich Mami auf diese Idee gebracht? Das war wohl nicht die richtige Idee. Was ist eigentlich aus der guten alten... Ein weiteres Opfer des Millennium Bug. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Ach Gott, Leute. Und los geht's. Hallo da drüben. Oh. Ja, okay. Kommt nicht langsam mal der Nächste? Tja, das ist die Zeit. Oh. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Wie können... Da kommt der nächste Ausgang. Ja, das ist hervorragend. Ich habe wieder keine Idee, wie wir jetzt weitermachen. Moment mal. Hallo, bin da, bisschen trunky. Ja, das macht nichts. Willkommen. Dann kannst du perfekt hier weiterhelfen. Tja, wie machen wir denn jetzt weiter? Und herzlich willkommen. Können wir den Stinkdrink wieder auffüllen? Davon trinke ich lieber. Ich habe da dieses Pfeil. Okay. Können wir hier was machen? Hier. Was hast du mit dem Inhalt gemacht? Hast du ihn etwa getrunken? Natürlich. Ui, kein Problem. Nur nicht in Panik geraten. Weißt du, wie man die Seuchenschutzeinheit der Feuerwehr erreicht? Nein, keine Ahnung. Ja, sagen wir, den ersten Schritt hast du bereits getan. Oh, Moment, das Glas ist weg. Okay, lass uns mal kurz im Geiste nochmal durchgehen. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, in den Keller zu kommen. Und das Rätsel zu lösen, wie wir an diese Medaille kommen.
Aber wer könnte denn noch? Und wir müssen die Kopie vom Schlüssel noch machen. Also Ton hätte ich eine Idee, wo wir herkriegen, aber das nützt uns halt nichts. Und zwar hier. Hier drin, hier das hier. Den hässlichen Klump. Kann ich das mit was auch kombinieren? Es könnte auch eine Schüssel. Höchstens für Schlampo. Hm. Haben wir noch Ideen? Wir könnten mit ihm noch mal quatschen. Hat er noch eine Idee, wie man diese Fähigkeit von ihm aushebeln kann? Hallo Edna, was führt dich diesmal zu mir? So, gucke dir über die PS5 zu. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch eine... Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Ach doch. Sag schon. Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Aber wie kommen wir denn zur Schocktherapie? Ich habe mich entschieden. Sehr tapfer. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel. Sprechen wir über... Ich muss langsam... Pass auf... Moment. Das funktioniert so nicht. Wie meinst du? Wir sollten nochmal zu den Zwillingen gucken. Ja, können wir gern machen. Der will uns eine Schocktherapie, aber wir kommen doch noch gar nicht hin zur Schockkammer. Wenn ich ihm jetzt den Kleiderbügel schenke, dann ist alles verbaut. Halt, nee, da müssen wir lang. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, das ist ein Traum. Als ob die jetzt wirklich weg sind. Oh, Athena, du hast schon wieder das Leben gerettet. Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Mir fallen zwar 1000 Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Ich darf nicht meine niederen... Das Laken ist zu groß für den Bügel. Es bildet einen riesigen... Man möchte sich direkt rein... Okay, wie kriege ich den jetzt da zu mir hingeschleppt? Mir fallen zwar 1000... Aber sie ist ein... Okay, ich habe sie kaputt gemacht. Damit verschwende ich... Das Bett ist so... Oh oh, ich mache hier dann das Laken kaputt. Chips? Im Bett darf man aber keine Chips essen. Ey, das ist, okay. Man sollte besser zuhören, ne? Und quasi diese Meta, machen. Also, und du? Gehen wir nochmal weg, oder was?
gehen da jetzt nochmal eine Runde drehen und gucken, ob und jetzt das Bett geht's. Weg ist oder was? Ja, dass wir die Decke in den Wäschekeller kriegen müssen, ist klar. Da kommt der nächste Ausgang. Mal gucken, ob das jetzt so hinhaut. Als ob. Ja, moin. Ach, Athenalein, du bist ja echt, du bist ja Gold wert. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Ja, das mag ich auch. Heute ist nicht Waschtag. Heute ist nicht... Das sind Okay, ich kann da nichts machen, ne? Da sind nochmal Säcke. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Vielleicht können wir die ja schlitzen. Hallo? Ist da jemand drin? Zu schwer. Da überall Muster reinzuschneiden, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Kopf und Körper ist manchmal kaputt, aber ab und zu funktioniert es noch. Oh Mensch. Ja, das ist doch sehr clever gewesen. Da hätte ich jetzt echt gekämpft. Hört nicht auf, immer verwinkelter zu werden. Eine Pinnwand. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang. So funktioniert das nicht. Die Pinnwand ist ein Forum für das geschriebene Wort. Ich brauche keine Pin. Ich will nichts veröffentlichen. Okay. Tür ist dicht. Die auch? Was ist, wenn ich hier runtergehe? Ach, jetzt geht's doch rein, oder was? Das ist der Ofen, den wir brauchen. Mhm. Für das Ton-Dings. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Natürlich. Findest du das gut, einfach so andere zu kontrollieren? Ich verachte dich, Wartungskontrollschränkchen. Ich kann auf noch... Damit kommen nur ausgebildete... Ein richtiges Inferno. Ja, das muss brennen. Satan? Beelzebub? Mephistopheles? Ist denn niemand daheim? Das lässt sich nicht ab... Oh, hey! Du musst was trinken. Schränken Sie mich nicht, liebe Snoopy. Ja, wo ich trinke. Also da brauchen wir jetzt die Kopie von dem Schlüssel. Aber dazu brauchen wir es bei Ton. Ich denke, das können wir erstmal außen vor lassen. Oder geht's nochmal runter? Ich habe getrunken. Das ist das. Da sind die ganzen Löffel hingekommen. Hier sieht's aus. Wie bei Uri Geller unterm Sofa. Ach Gott, kennt den noch jemand? Uri Geller? Wer hat euch das angetan? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Sind Ex-Löffel? Diese Löffel gehen nirgendwo. Was hältst du von diesen Löffeln, Harvey? Meine sind größer und weniger verbogen. Ja, das stimmt wohl so. Können wir da irgendwas machen? Es ist sehr dunkel da unten. Ja, ist ja egal, wir brauchen nur das Leben. Hat sich da gerade etwas bewegt? Ja, bestimmt. Da gräbt sich einer gerade durch. Hallo? Jemand zu Hause? Ach, guck mal. Ja? Was gibt es? Ja, wer bist du? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez, die Mubbelfrub. Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kapiere ich nicht.
Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus harte Tonne ohne passende... Und mir sind okay, das haben wir schon. Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Und der ist sturer als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Was brauchst du denn für eine Utensilie? Viel Glück. Du wirst... Ach, jetzt haut er wieder ab. Moment mal. Was ist denn damit? Hallo? Bist du... Was ist denn jetzt? Ich habe da etwas, das du vielleicht gebrauchen kannst. Ich hoffe, es ist... Nah dran. Es etwas Löffeligeres findest du im ganzen Gebäude nicht. Das hilft mir kein bisschen. Um einen akkuraten Tunnel zu graben, benötigt man nun mal einen echten Löffel. Ach, aber Mensch. Sobald ich anfange, Stühle zu reparieren, sage ich dir Bescheid. Einverstanden. Probleme über Probleme. Was könnten wir denn da Löffelähnliches haben? Was hältst du von... Hier, Hallo? Guck mal. Keiner dran. Das hier muss wohl das Funkloch sein, von dem... Okay. Haben wir hier sonst noch was? Nee. Aber wir können auch keinen Löffel mitnehmen. Können wir einen Löffel grad schlagen? Mit dem Hammer. Wo ist denn der? Wo ist unser Hammer? Diese Löffel sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Mist. Okay, wir gucken weiter. Also gut, wir brauchen was Löffelähnliches. Eieieiei, das hört hier nicht auf. Probleme über Probleme. Wo sind wir denn jetzt hier? Archiv? Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Was heißt das? Der Mond fällt auf die Erde. Wer schreibt denn sowas? Gibt's da keine Anleitung zu? Oder Sekundärliteratur? Die will ich nicht mitnehmen. Hier steht nämlich, der und diese Botschaft kann gerne hier... Hier steht, okay, alles klar. Eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Oh, wow. Das ist ja ultra wertvoll. Wie ist das Wetter in Vladwakistan? Meteorologisch mehrdeutig. Die ist nicht an mich. Postkarten sind... Hey, warte mal. Ich weiß noch nicht, was es bringt, aber ich probiere es mal. Ich gebe der Briefmarke ein paar Zusatzzacken. Gut, das hat nichts gebracht. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Wie war mein Tag? Hervorragend. Ich brauche keine Therapie. Nichts ich bin in bester geistiger Verfassung. Hörst du, du Stück Papier? Ich bin in bester geistiger Verfassung. Es war sehr unspektakulär, der heutige Tag. Deswegen freue ich mich einfach ein bisschen Spiel zu spielen. Wir haben uns heute schon zu Tode gegruselt. Oder ich. Zweimal. Aber sonst alles Paletti. Und ich habe schon gehört, du warst auf irgendeinem Geburtstag, ne? War das dein Geburtstag oder war das ein Geburtstag? Oh, was haben wir denn hier? Wieso habe ich das jetzt genommen? Moment, was steht denn da drauf? Mit diesem Formular kann man sich zur Therapie anmelden. Allerdings fehlt die Unterschrift des betreuenden Psychologen. Aber da ich ja... Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Aber konnte ich die nicht perfekt fälschen? Schade. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Ach, dein Dad hat heute... Ah, okay. Hallöle Konsole. Ja dann. Auch wenn er mich nicht kennt, Glückwunsch.
Ich bin auf der Flucht und nicht beim Umzug. Er hat einen tollen Sohn gezeugt. Oh, hi. Was ist das jetzt? Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Ah, vielleicht können wir so das Geheimnis lösen. Ja, fangen wir mal an mit dem Bienenkostüm. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier? Eine rote Katze. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Oh nein, ich weiß, wie und das mehr endet. Mehr steht hier nicht. Oh Gott, diese Rätselform bin ich so... Boah. Also ich sage öfter, dass ich in Rätselform schlecht bin, aber diese Rätselform kann ich gar nicht. Das ist jetzt wieder mit, oh Gott. Ich weiß auch nicht mal, für was. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Droggelbecher. Erstes Haustier? Ein grüner Hund. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich weiß, wie das endet. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ich bin mal gespannt, was das Rätsel dazu ist. Soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Also wir haben einen riesen Vorteil. Es ist richtig durchnummeriert. Von oben nach unten. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was es mit diesen komischen Tieren auf sich hat. Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Ja, mindestens. Hey, Party-People! Was geht im Bürokratenstaat? Die Akten sind nicht gerade Entertainer. Nee, die sind sehr staubig. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Okay. Da müsste ich schon wissen. Okay. Akten, 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 Akten. Lichtschalter. Was bringt das, wenn wir den Lichtschalter betätigen? Oha, ganz schön finster. Das ist jetzt aber schlecht. Gute Idee. Okay, aber was bringt uns denn diese Information? Bin mit dem Kopf dabei. Ich nicht. Graffiti, hoch. Sehr gelungen. Hallo, Dr. Marcel? Sind Sie das? Es wirkt so lebensnah, so lebendig. Ja, und der irre Blick. Davon kann ich mir noch eine Au. Okay, wir gehen mal hoch. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ich habe ein bisschen... dieses Rätsel da... Noch habe ich keinen Anhaltspunkt, wie wir das können.
wo wir es überhaupt anwenden können, die Informationen. Sondern muss ich das aufschreiben. Natürlich noch ein Schloss. Ich hasse diese Dinger. Es ist an diesem Riegel befestigt. Was? Mit dem Kopf durch die Wand, bis der Rest kapituliert. Oder so. Oh, wir sind in der Küche. Ja, hallo Küche. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Löffel? Hallo? Jemand zu... Es rasselt, es klimpert, es befindet sich in einem Besteckschrank. Was mag es nur sein? Lass mich raus. Ich hab's. Es ist eine Schrapnelllawine aus den Anden. Richtig. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Lass mich raus, der Schrank ist zu. Wollen wir nicht erst mal gucken, was drin ist? Ach so, ja. Oh, große Überraschung. Löffel? Da ist Besteck drin. Gib mir einen Löffel. Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Nein. Und eine Gabel. Ah. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Nein. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ein Löffel. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist Wünsch-dir-was- Und hier wird aber noch... Handtücher, Schmandtücher, Fitzi-Fatzi-Pfanntücher. Fitzi-Fatzi-Pfanntücher. Erkennen Sie nicht? Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Nanu? Sachen? Ich rede aus Prinzip nicht, es sei denn, sie... Hallo, ihr Lappen. Ich wollte auch immer nach Lappland. Aber dann bekam ich die Masern und wurde von einem wahnsinnigen Psychologen gekidnappt. Schließlich wurde mein Gedächtnis gelöscht. Darum bin ich nie dazu gekommen, nach Lappland zu reisen. Vielleicht nächsten Sommer. Ich habe eine Kuli, ja? Ach so. Ach so. Warte, ich kann... Heute ist Wünsch dir was, aber ich Tag. Kann da nichts machen. Und hier aber noch ist... Ich kann an dem Plan nichts machen. Du meinst... Oh, ich habe ein Messer und eine Gabel. Quatsch. Doch, ja. Ach, hey. Ich kann mit dem Kuli aber gar nichts machen, glaube ich. Ich habe da jedenfalls keine Auswahlmöglichkeit. Ich weiß, was du vorhast. Das musst du draufschreiben, ne? Aber es geht leider nicht. Boah, ey. Wie viel ist denn da noch? Spüle. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Hallo, Sleepy. Hattest du schon Harveys neue Augen gespielt oder bist du nur das Spiel hier begonnen? Ich habe Harveys neue Augen seit Ewigkeiten in meiner Bibliothek, habe es aber noch nicht gespielt. Und hallo, herzlich willkommen. Beim Lappen musst du noch was machen. Achso, ja, warte. Was nehmen wahrscheinlich, oder? Ja. Ich hab die Lappen genommen, okay. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements! Neptun, Captain Igloo. Meine erste, wenn ich es mit... Das bringt nix. Wieso kann ich hier überall das Wasser anmachen? Heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Ja, mal gucken, wie es weiter so taugt. Vielleicht spiele ich dann den zweiten Teil auch. Also quasi Harveys neue Augen. Ich kann damit nicht reden. Es ist kein... Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ich koch mir lieber... Aber was kann man denn mit Topflappen? Kann ich die vielleicht hier so... Ich kann verstehen, wie du auf diese Idee kommst. Die Kombination drängt sich ja fast schon auf. Es scheint mir in diesem Augenblick trotzdem reichlich unnötig. Ist das der erste Teil? Ja, im Prinzip ist es der erste Teil, weil Harveys neue Augen ist dann der zweite.
Genau, also muss so sein, Edna bricht aus, dann kommt Harveys neue Augen. Ich will doch gar nichts auswählen, lass mich. Tja. Den Topf mitnehmen. Der kommt mit. Okay, ich kann den Topf mitnehmen. Warum kann ich jetzt den Topf mitnehmen? Oh Gott, ich hab so viel Scheiß hier einstecken schon wieder. Besteckstrank, okay. Na, wir gehen mal durch die Tür, mal gucken, was wir da machen können. Wie riesig ist denn der Schuppen? Ja, die Stühle haben aber auch schon mal ihre besseren Tage gehabt. Ketchup E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen. Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Natürlich. Aber was hast du zu Senf? Senf E005, E007, Benzolsäure, Kerosin. Warnung, leicht entflammbar. Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Muss ich wirklich zu allem meinen Senf dazugeben? Ja. Okay, wir können das mitnehmen. Okay. Das ist alles sehr viel.